Hallo und willkommen zu diesem Review. Heute schauen wir uns mal den Aromameiser Classic MTL RTA an. Ja, nichts Spektakuläres. Hier steht wieder an der Seite nochmal drauf, welche Farbe das ist. Hier Stainless Steel, Black gibt es dann auch noch. Hier unten drauf noch ein Stretchcode. Ja, und jetzt schauen wir mal rein, was da so alles drin ist in der Schachtel. Ja, die Steamcraft-typische Verpackung. Schön, ja, gepolstert, liegt alles gut drin. Hier haben wir den Verdampfer. Den nehmen wir mal hier beiseite. Dann haben wir noch ein Ersatzglas. 3,5 Milliliter hat der Tank. Dann haben wir hier ja, noch ein Tool, ne, zum Schrauben. Der Coils. Hier ein POM-Drip-Tip. Was ich auch direkt mal austauschen werde, weil ich mag solche Metall-Drip-Tips nicht, also Edelstahl. Ich nehme dann lieber POM. Und ja, dann haben wir hier unten noch eine Dose. Schauen wir mal, was hier drin ist. Mehrere Kleinteile. Ja, ein großes Paket Dichtung, finde ich also immer sehr gut. Die haben nochmal diese Silikondichtung, die ja hier standardmäßig verbaut sind. Hier nochmal beigepackt und auch noch schwarze Dichtung, was ich auch sehr gut finde. Weil eigentlich mag ich Silikondichtung auch nicht so. Die sind immer so weich, gehen schnell kaputt. Aber hier ist dann nochmal die schwarzen beigeliefert. Und auch noch einen dicken Packen voll mit Ersatzgewindestifte. Also schon mal dieses Ersatzteilset ist schon mal super. Da ist viel drin. Dann haben wir hier eine MTL-Coil. Und zwar ist das hier ja, ND80-Coil. Clapton 1,0 Ohm. 5 Windungen. In Durchmesser 2,5 mm. Ja, und dann haben wir hier nochmal eine ja, kleine normale runde Coil mit Runddraht. Kantala 1, 0,4 Ohm und 7 Windungen in Durchmesser 2,5 mm. 28 Gauge. Ja, wie top, finde ich gut, dass so eine Kantala 1 nochmal dabei ist. Weil ich bin natürlich Kantala 1 Fan, dann ist das für mich natürlich super. Ne? Aber finde ich schon mal gut, dass sie da mal so eine auch noch beigepackt haben. Ja, hier haben wir dann noch ein paar verschiedene Airpins mit verschiedenen Durchmessern und das zeige euch gleich noch, welche Größen das sind. Da ist auch ein Blindstoffen bei, den kann man dann eine Seite verschließen im Verdampfer. Ja, wenn ihr also hier entweder den eine Düse drin habt und da lieber Stoffen haben wollt, könnt ihr euch das so auswählen. Ja, wir haben dann hier auf diesen kleinen Düsen hier steht dann die Größe drauf. Muss man da wirklich genau gucken und das Licht halten, vielleicht auch eine Lupe nehmen. Das wäre jetzt hier 2,0 der Innendurchmesser. Ja, da ist auch alles dabei. Da könnt ihr euch ausprobieren, welchen Luftzug man da gerne haben möchte. Ja, des Weiteren haben wir hier einen Aufkleber drin und eine Bedienungsanleitung. Ja, die finde ich eigentlich immer super bei Steamcraft. Ist jetzt hier auch allerdings in Englisch, aber nochmal alles aufgeführt, ne, welche Airpins wir da haben. Da haben wir jetzt zum Beispiel vormontiert, ist der 2x1 mm Airpin. Dann haben wir noch zwei Stück 0,8 mm, zwei Stück 1,5 mm und zwei Stück 2,0 mm. Und ein ja, Blind Airpin, ne? Also so ein Verschlussstopfen. Und da steht hier nochmal alles drin. Dann haben wir hier nochmal schön aufgeführt, eine Explosionszeichnung, damit ihr auch seht, wo die Dichtungen alle sitzen. Auch sogar die Größe noch drin stehen, finde ich auch super. Und hier haben wir dann nochmal aufgezeichnet, wie ja, das Ding gewickelt wird. Schön auch hier, dass auch angegeben ist, welche Keulhöhe, also Beinchenlänge, also 4,5 mm, da schneidet ihr die Keullänge, also die Beinchen ab. Und ja, welche Innendurchmesser, 2,5 mm bis max 3,5, aber okay. Für mich ist der MTL, also 2,5 finde ich das schon perfekt. Oder 2. Ja, dann hier die Watte, wie man die schneidet, ne, wo man die abschneidet. Und ja, wie man das Ding wickelt, finde ich also gut. Alles schön bebildert. Also wenn man kein Englisch kann, kommt man eigentlich auch mit dem Text klar. Wenn man kein Englisch kann, kommt man auch mit den Bildern klar. So. Und ja, das sollte für jeder verständlich sein. Finde ich super, die Anleitung. Ja, kommen wir zum eigentlichen Verdampfer. Ja, ich drehe mal hier in die Runde. Hier vorne schön das Steamcraft-Logo eingraviert. Also optisch finde ich ihn eigentlich echt okay. Hier vorne schön die mit der Ränderung hier oben. Kann man gut fassen. Hier unten Ränderung. Dann haben wir hier auch nochmal schön eingraviert, auch schön tief eingraviert. Aromameiser Classic MTL RTA. Ja, dann fangen wir einfach mal oben an. Das Drip-Tip, habt ihr schon das andere Metall-Drip-Tip gesehen. Ganz normal, 15er. Dann hier haben wir die Dichtung hier oben drin. Hier unten ist da nichts mehr gedichtet. Die Top-Cap können wir hier abdrehen.
mit ein paar Gewindegängen. Ich hätte mir da jetzt natürlich wieder mal gerne einen Bajonettverschluss gewünscht. Aber cool, das ist jetzt mal hier so. Ja, hier ist die Dichtung hier oben drin. Und dann haben wir hier schöne große Befüllöffnungen. Ist auch kein Problem mit ein bisschen Versatz nach unten, sodass es auch nicht so schnell überschlabbern kann. Eigentlich auch sehr gut gemacht. Kommen wir auch mit jeder Flasche dran. So, dann drehen wir das nochmal zu. Dann kommen wir weiter nach unten. Also 3,5 mm Füllvolumen haben wir hier, habe ich ja schon erwähnt gerade. Und ja, dann hier haben wir die Airpins. Ne? Die können wir hier austauschen. Das machen wir jetzt mal eben kurz vorführen. Schraubendreher. Müsst ihr ein bisschen gucken. Die sind anfänglich, hatte ich die auch recht fest. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass er dann nicht direkt schon die Schraube vielleicht verguckt. Aufpassen, schön fest genug andrücken beim Drehen, dass er nicht einmal überrutscht. Ja, so tauscht man die einfach aus. Ne? Nach Wunsch die Größe. Einfach rausschrauben, anderen reinschrauben. Eigentlich ganz simpel gemacht, genauso wie eigentlich beim Flashy auch. So, einfach nur leicht anziehen und dann ist gut. Ja, dann haben wir hier weiter runter. Gucken wir erstmal unten runter. Das dann hier steht dann drauf, designt bei BJ Ski. Ja, hier nochmal Seriennummer oder sowas, CE-Zeichen Mülltonne, das übliche. Ja, zum Aufdrehen der Base, also unten an den Wickeldeck zu kommen, ist eigentlich genau wie bei den großen Aromameisern, haben wir dann hier unten, können wir den abdrehen, diesen Ring. So, ne? Da sitzt dann nochmal ein O-Ring drin, ist noch ein bisschen feucht, weil ich ihn ja sauber gemacht habe nach dem ersten Testen und so. Dann kann man hier das Wickeldeck hier abziehen, also hier den Pluspol-Pin sieht er hier, steht auch ein bisschen raus. Da sind so Flügel, so Nasen, da müsst ihr auch aufpassen beim Einstecken. Ne, da seht ihr hier so kleine Flügelchen, die müssen auch genau in diese Aussparungen genau rein, damit das nachher auch alles dicht ist und auch beziehungsweise auch montierbar ist. Ne, hier seht ihr diese Aussparungen und hier auf der Gegenseite sind dann diese kleinen Flügel hier. Hier müsst ihr dann auch so zusammenstecken, dass diese kleinen ja, Laschen, sage ich jetzt mal, die müssen dann auch in diese Vertiefung rein von der Glocke, genau auf der Position stehen. Und dann passiert da nichts und es passt wunderbar zusammen. Wir schauen jetzt mal hier rein. Ihr seht hier, hier ist die Liquidzufuhr quasi, die von oben kommt. Und die wird dann hier unten in dem Deck, zeige ich euch auch mal, versuche ich mal vom Nahen zu zeigen. Hier unten wieder eingeführt. Da ist so ein kleines Löckchen, ne, seht ihr unten. Da kommt dann die Watte drauf. Und von unten kann das, ist so klein, das kann man vielleicht gar nicht erkennen. Ich versuche es mal durch die Kamera zu sehen. Durch Linz bei der Kamera vorbei. Hier unten seht ihr so einen kleinen Schlitz. Ne, da ist dann nachher, kommt das Liquid da unten dran. Und wird dann oben von der Watte, ja, die drin steckt, hier wieder an dem kleinen Loch wieder aufgenommen. Ja, dann haben wir hier in der Glocke, ja, seht ihr hier die Airpins ankommen, ne? Von der Seite, die Luft. Da sitzt also quasi dann genau die Coil daneben, hier zwischen. Und ja, ist auch knapp direkt unterm Kamin, also sehr klein gehalten. Und das ist immer ganz gut für den Geschmack. Wir können den jetzt hier noch weiter zerlegen, indem wir den hier auseinander drehen. Da ist dann nochmal so ein kleiner Ring drin. Ne? So, kann man auch sagen, hier läuft das Liquid dann runter. Und der fällt mir auch gleich runter. Dann haben wir hier noch einen Ring mit O-Ringen drauf. Ne, da, so könnte das Glas wechseln. Und ja, hier sitzt auch nochmal ein O-Ring drauf. Zum Saubermachen, einfach auseinanderschrauben. So, und dann steckt man das Ganze wieder so zusammen. Einfach wieder zusammendrehen. Dann ist er wieder montiert. So, ja, wir gucken uns ja nochmal das Deck jetzt nochmal von der Nähe an. Denn hier von der Seite seht ihr die in 6-Kant-Schrauben, um die Keule hier zu befestigen, die Beinchen. Ja, auf der Seite natürlich auch. Dann haben wir hier unten, hier schimmelt halt der Pluspol durch.
Dann die Keule wird also hier oben reingesetzt, liegt dann so quer oben drauf. Dann habt ihr hier an diesen Laschen hier, da ist es quasi wie so ein Begrenzer, so würde dann die Keule genau hier oben aufliegen, sodass ihr so eine Position findet, um das schön auszumitteln. Das ist so eine Hilfe auch. Dann habt ihr auch die richtige Höhe der Keule quasi. Und die Taschen, ja, legt ihr einfach hier unten in die Ausbuchtung hier unten rein. Welche Länge abschneiden, das seht ihr gleich, wie ich das mache. Und fluffig einfach unten reinsetzen. Das muss also bis hier unten aufliegen, so gerade eben. Nicht reinstopfen, fluffig einfach hier unten aufliegen. Darf also nicht zu kurz sein, ja, also nicht nur hier abschneiden und dann hier runterlegen, dann säuft euch das Ding ab, ne? Also die Watte muss schon so ein Stückchen länger sein, dass sie bis unten hinkommt. Und dann sollte das alles kein Problem sein. Ja, wir haben sonst hier nicht mehr viel zu erkennen. Ich würde sagen, wir hauen das Ding jetzt mal auf den Wickelsockel und ja, dann machen wir eine Keulreihenwatte durch und in der Zwischenzeit gibt es ein bisschen Mucke. Rolling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make it. Everything just fade away, cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. So, wenn ihr den wieder zusammenbauen möchtet, wenn ihr den gewickelt habt, dann müsst ihr natürlich jetzt wieder schauen, ne, auf die kleinen Nasenlaschen, in diese Vertiefung hier rein oder diese Fräsung. Und diese kleinen Stege hier müssen dann jetzt ja auch hier in diese vorgegebenen Richtung zeigen und dann schiebt den einfach hier zusammen und dann sollte es eigentlich passen. Wenn ihr meint, das würde nicht gehen, dann nehmt ihr den noch mal ab, dann schaut er noch mal genauer, ob das auch gepasst hat. Ne, bei mir hat es zum Beispiel jetzt auch nicht gepasst. Dann machen wir noch ein bisschen verdrehen. So. Ne, jetzt ist er eingerastet. Ihr seht das also hier. Hier sind die Nasen quasi oder die Flügel jetzt in der Vertiefung hier drin und dann passt das zusammen. Und dann kann man das auch sehr gut zusammendrehen. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, mal ein bisschen Liquid auch an die Dichtungen zu machen. Da geht das alles ein bisschen schön leichter drauf und leichter auch wieder nachher ab. So, wenn ihr den zusammengedreht habt, so wenn ihr den jetzt auch betanken. Das geht hier eigentlich ganz gut. Die Gewinde laufen schön. So, mal jetzt mal noch nicht ganz so voll. Reicht erstmal. Und Top Cap wieder drauf. Und ich mache mir jetzt hier noch eine Scheibe drunter. Ich habe hier so selbst gebastelte Scheiben von einem Schnellhefter oder sowas, damit ihr hier oben drauf nicht zerkratzt. Ihr seht, hier sind schon ein paar kleine Spuren. Ja, dann haben wir keine Kratzspuren. Und dann hat man auch vielleicht ein bisschen, kann man noch das Logo ausrichten. Hier passt nicht ganz, aber einigermaßen. Ja, dann sehen wir uns oben zum Fazit und reden mal über den kleinen Verdämpferchen. Ja, willkommen zurück zum Fazit. Und zwar mit dem Steam Crave Classic MTL RTA. Muss aber aufpassen, nicht, dass ich RTL MTA. Habe ich schon alles gesagt, ne? Wir kommen mal direkt zu den Kontras. Und zwar, ja, so riesen Kontras habe ich jetzt nicht. Eigentlich gefällt er mir ganz gut. Aber ich hätte mir hier oben so eine, ja, Bajonettverschluss Topcap gewünscht. Finde ich eigentlich immer schöner. Einfach nur zack und dann ist es ab. Hier muss man schon ein bisschen mehr drehen, aber wie gesagt, das ist jetzt einfach nur meine Meinung zu diesem Produkt und müsst ihr nicht teilen. Manche mögen Gewinde, ich mag lieber Bajonettverschluss. Und das Einzige, was mir dann sonst noch aufgefallen ist, dass die Airpins bei mir also bombenfest waren. Ich muss also wirklich aufpassen, ne, dass ich schön ansetze und
fest, dass er nicht abrutscht, ne, der Schraubendreher. Ist alles gut gegangen. Die saß nur bei mir bombenfest. Fand ich jetzt nicht so prickelnd, aber ist nun mal gut gegangen. Ne? Das wollte ich nur auf jeden Fall erwähnen. Ne? Macht man ja alles, was einem nicht so gefallen hat oder einem aufgefallen ist, muss ja erwähnt werden. Ansonsten habe ich keine Kontras bis jetzt. Also er läuft einwandfrei. Wir kommen direkt zu den Pros. Der Lieferumfang ist klasse. Also zwei Driptips bei Edelstahl, wenn einer mag, dann dieses POM. Ja, die haufenweise Dichtungen, die dabei sind, ne? in Silikon oder in schwarzen Dichteringen, kann man sich das alles austauschen. Man hat also genug Dichtungen dabei. Die Airpins, ne? Sind alle dabei, man kann sich da ausprobieren. Und das Schöne finde ich auch hier, dieses gerändelte oben, man kann es gut fassen zum Zusammendrehen, Auseinanderdrehen. Die Oberfläche sind schön sauber poliert hier bei dem silbernen. Die Gravur sieht sehr sauber gearbeitet aus. Also gefällt mir echt gut von der Oberfläche und von der Verarbeitung. Gewinne laufen auch gut. Wunderbar, kein Problem gehabt. Und die Airpins, sage ich jetzt mal, bringen auch hier, wie bei manchen anderen Verdampfern auch schon, einen sehr guten Geschmack. Gut positioniert, wenn die Coil wirklich dann mit den 4,5 mm abgeschnitten wird, finde ich sie jetzt perfekt wohl in der Höhe, nehme ich mal an. Also andere Höhen haben da jetzt nicht viel gebracht und finde ihn geschmacklich wirklich sehr gut. Nur ein bisschen, der Flash fehlt mir noch so ein bisschen. Ne? Aber ansonsten geschmacklich finde ich ihn eigentlich top. Und ich habe den jetzt hier mit 13 Watt und 0,82 Ohm bei der Coil, die ich da jetzt eingebastelt habe. Das ist also eine Kantal A1, 0,4 mm Draht und Innendurchmesser 2,5 mm. 7 Windungen und da ist so meine Standard-MTL-Wicklung, die mir so persönlich am besten gefällt. Und geschmacklich gefällt er mir wirklich gut und würde sagen, ja, ich gebe ihm da schon locker erreichte 8,5 Punkte. Habe schon ein bisschen zum Höheren tendiert, aber habe ich mir dann doch wieder verworfen, weil es halt wirklich, wirklich schwierig ist. Also ich denke mal, in Zukunft werde ich keine Bewertung mehr, was Geschmack angeht, machen. Ich werde vielleicht dann nur noch sagen, welcher mir dann vom Geschmack her nicht gefällt. Ich werde vielleicht sagen, dass er gut ist vom Geschmack oder so. Aber die liegen alle im Moment so nah beieinander. Ich habe wirklich die letzten alle nur noch 8, 8,5, mal eine 9. Und das macht das dann keinen Sinn mehr. Also ich würde sagen, in Zukunft nenne ich dann einfach nur, ob es mir gefällt vom Geschmack oder nicht gefällt. Aber den hier finde ich, den Steamcrave Classic MTL RTA, macht auch eine sehr schöne Figur. Hier jetzt auf der Dicodes Box gefällt mir sehr gut, optisch auch. Baut nicht so hoch. Und mit den 3,5 ml finde ich, kommt man eigentlich auch noch ein ganz gutes Stück weit in den Tag hinein. Ne? Lecker. Ist in Ordnung. Also, müsst ihr natürlich selber entscheiden, ob das was für euch ist. So ein MTL Classic. Mir gefällt er sehr gut. Werde ihn dann auch einige Zeit auch mal noch benutzen. Das ist ja immer so, ne? Dann haben wir wieder was anderes, probieren wir wieder anderes aus. Gefällt ihm das wieder besser? Dann irgendwann mal, ach ja, man, den kannst du mal auspacken, ne? Naja, aber so ist das halt, ne? Ja, ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und bedanke mich dafür und ja, schalte wieder ein, bis dafür wieder ein neues Video hat. Tschüss.